Zum Beispiel hier Paris-Roubaix ist mein, das ist halt einer der Klassiker. Bin ich zweimal gefahren. Oder hier Giro d'Italia. Das war halt eine dreiwöchige, meine erste dreiwöchige Rundfahrt. Und bin nie die Tour gefahren, aber Giro war auch schön. Mein Name ist Steffen Weigold, bin 41 Jahre alt, seit 3 Jahren in Berlin mittlerweile. Hier in meiner Bude am Prenzlauer Berg, das Klischee vom Schwaben am Prenzlberg. Der Radsport hat mich nach Berlin gebracht. Ich habe angefangen mit Straße. War ich 9 Jahre alt, ich war noch mein. Vorher schon so ein paar erste Schrittrennen gefahren. Da hatte ich so ein Rad mit Schutzblechen, ne, vom ersten Geld zur Kommunion gekauft. Und dann ging es eben Richtung Verein. Und mein Bruder hatte da angefangen. Und dann hatte ich da, er hatte ein Legnano, ein schönes orangenes Rad. Und ich hatte dann so einen blauen Le Taureau. Das war, glaube ich, so eine Stuttgarter Marke. Aber coole Komponenten dran damals, alles, was ging. Es war schon Top-Rad. Und dann erstes Rennen gefahren war ich. Glaube ich, direkt Zweiter aus so einem schweren Rennen da in Südbaden, wo es noch fast jedes Wochenende dann Rennen gab. Und da bin ich groß geworden. Ne? Jede Woche bist du da ein Rennen gefahren. Und Cross kam dann erst ein bisschen später. Es war dann im Jugendbereich, da hat es dann angefangen. Öschelbronn war die Bahn, das war aber so ein Stück weit zu weit weg. Und Cross hat mir auch mehr Spaß gemacht. Ich wollte halt. Draußen schon als Kleiner immer hat es mir mehr Spaß gemacht, die Gegend zu erkunden. Ich habe irgendwie so eine Landkarte einlaminiert und habe dann mit Edding drauf gemalt, wo ich lang fahre und habe so meine ersten Routen geplant. Und das Bahnfahren hat mir nie Spaß gemacht. Ne? Das war so steril und ich war auch Spätentwickler, war immer der Kleinste. Ich kann mich erinnern, ich hatte so Siegerpodeste, ne? Wo ich auch Rennen gewonnen habe. Und die Jungs rechts und links von mir sind halt so, wir alle drei sind auf einer Höhe, obwohl die halt eine Stufe niedriger sind. Also ich war halt nicht so weit entwickelt wie manch anderer, sondern im Jugend-Junioren-Bereich. Und deshalb konnte ich auch nicht so gut sprinten. Und mir lagen da eher die harten Rennen und die Berge hochzufahren. Und deshalb war Bahn für mich immer so ein, ich will nicht sagen Hass, aber ich habe es einfach nicht gemacht. Und dann bin ich so in die Cross-Schiene gerutscht. Es gab so quasi zwei Lager, würde ich mal sagen. Und ich war dann halt einer der Crosser. Und da ja, war das auch schnell recht erfolgreich. Ne? War es deutsche Meisterschaft, du hattest den Bums von der Straße. Ich habe damals auch schon ordentlich trainiert und habe mich dann im Gelände da wohlgefühlt. Die Stuttgarter Gruppe, also Magstadt war so eine Hochburg damals. Gab es also im Juniorenalter dann eine Bundesligamannschaft, Sportregion Stuttgart, wo dann halt so die Besten der Region da in so einem Bundesligateam gefahren sind. Und dann wurde es schon recht schnell ernst. Ne? Also war dann auch mal Dritter bei einer Weltmeisterschaft in München. Das ist auch so im Nachblick ja, ein Highlight. Bei den Junioren im eigenen Land. Und ich glaube, das war für meine Entwicklung schon auch wichtig, ne? Weil das so eine Medaille bei der WM im Nachwuchsbereich, dann hast du halt so ein bisschen auf dich aufmerksam gemacht. Ich war zwar immer gut, auch später dann U23, zum Beispiel 5. Bundesliga-Gesamtwertung, ne? Aber ich habe da jetzt nicht ein paar Rennen gewonnen. Ich war halt immer mit dabei, war auch gut, aber war jetzt halt nicht so ein Siegfahrer, der sich dann halt die direkt empfohlen hat. Also mir haben eher die schweren Rennen gelegen und auch später dann als Amateur, immer wenn es richtig schwer war, war ich dann halt so derjenige, der da noch mitfahren konnte am Berg.
Was gab es mal eine deutsche Meisterschaft mit der Elite zusammen? Da war ich, glaube ich, damals der einzige Amateur, der da überhaupt ins Ziel kam, ne? Zu Telekom-Hochzeiten. Meine Schwester ist auch Rad gefahren, die ist 2 Jahre jünger und war dann auch ja, richtig gut in der Juniorinnenklasse. Und dann gab es so ein Team um die Hanker Kupfernagel mit dem Wille, ein Berliner Original. Und dadurch bin ich auch nach Berlin gekommen. Und da weiß ich noch, in diesem Winter 96 war ich hier und habe trainiert mit Hanka und Wille und Florian Zanke, Stefan Kupfernagel, Conny Dreher. Und ich glaube, Vogt, der war mal dabei und mit Zabel auch. Das war das mega was Besonderes damals. Und da haben wir uns ja richtig in die Fresse gehauen im Grunewald, bis zur Krampfgrenze. Ich war im Gelände zu Hause genauso wie auf der Straße, es lief parallel. Deshalb finde ich es jetzt auch spannend mit den ganzen Crossern, die sich hier an Van der Poel, auch so ein Highlight in meiner Erinnerung, Crossrennen in Magstadt, ich hinter seinem Vater Adri Van der Poel aus der ersten Runde gekommen, das war schon geil damals. War dann auch da im Cross zweimal Deutscher Meister. Das sind auch so Sachen im Nachblick. Ich verfolge jetzt auch noch die Rennen, ne? Und dann siehst du, was die Jungs machen. Und das interessiert mich auch. Ich kenne jetzt auch nicht alle Namen von den Jungen. Paul Voss war mal einer. Jetzt hat man sich auch wieder getroffen. Und dann schaust du so, was die machen. Und dann, ja, denke ich manchmal schon, ja, das war gut, was ich damals gemacht habe, ne? Ich war Vierter bei der WM im U23, Sechster bei der WM. Ich war im Mountainbike sogar mal deutscher Vizemeister und bei der WM, ne, als Junior. Obwohl ich Mountainbike nur so nebenbei betrieben hatte. Ich hatte halt die Power von der Straße, die physische Voraussetzung. Und damals beim Mountainbike war das noch, glaube ich, noch nicht so technisch. Aber da habe ich schon gemerkt, dass es natürlich eine. Je nach Kurs war das dann auch manchmal ein bisschen schwieriger. Aber ich bin halt wenig Rennen gefahren, 2 Rennen, dann Deutsche Meisterschaft. Warst du vorne, da mussten sie mich auch mit zur WM nehmen. Und dadurch hatte ich die Möglichkeit, 2 Jahre in der Sportfördergruppe der Bundeswehr zu sein. Und das war natürlich dann schon, ja, im Nachgang sehe ich das fast wie Profisport. Ne? Du hast auch nichts anderes gemacht außer Radfahren. Ab und zu muss ich da mal montags antreten in Tottenau und hast immer irgendwie einen Lehrgang gemacht oder so. Aber im Grunde war es auch schon damals Profisportler. Irgendwann bin ich Profi geworden und da war das noch. Ja, ich will nicht den Vergleich zu heute ziehen, aber es war schon eine andere Zeit einfach. Ich glaube, der Unterschied war viel krasser als heute. Ich weiß noch, in meinem ersten Jahr bei den Klassikern in Belgien, da warst du froh, wenn du mal im Ziel warst. Und da gab es nicht junge Fahrer, die aus der Nachwuchsklasse hochkamen und die dann da direkt überhaupt vorne mit rumgefahren sind. Ich glaub, Tom Boonen war so einer der wenigen, die das ganz gut geschafft haben. Aber ich weiß noch, ne, hast du bei Rennen manchmal die Jahrgänge studiert, das Geburtsdatum, und da habe ich immer ganz gut gefühlt, weil ich halt so auf der Höhe mit meinen Kontrahenten da so war, die aus meinem Alter waren. Weiß noch, Paris-Nizza, auch jetzt gerade wieder ein Rennen vor kurzem. Was ich so ein bisschen als, ja, war so ein entscheidender Punkt in meiner Karriere. Ich war 6 Stunden durch den Schwarzwald gefahren, nochmal richtig trainiert, hätte dann noch eine Woche Zeit gehabt bis zu einem Rennen, wo ich eingetragen war. Und dann ging das Telefon und ich sollte dann am nächsten Morgen zu Paris-Nizza fliegen und einspringen, was dann 2 Tage später losging. Und ich war schon angenockt vom harten Training, bin dann dahin und Paris-Nizza, ja, war schon eine, ja, damals auch World Tour, erste Liga, alle heiß, erste große Rundfahrt im Jahr. Und es war dann schon ein anderes Niveau, aber ich bin da ganz ordentlich mitgefahren. Hat noch Davide Rebellin im gelben Trikot und
Habe da wirklich dann alles gegeben und habe mir auch ein bisschen einen Schuh gefahren, ne? Wie man so schön sagt. Und war dann nach der Rundfahrt richtig kaputt. Und anstatt dass ich da ein bisschen Pause gehabt hätte, wurde ich halt direkt zum nächsten Rennen geschickt. Und Criterium International und hier und da. Aber das war so eine entscheidende Phase, die mir damals nicht so gut getan hat. Ich habe mich da nicht so entwickelt, wie ich das auch von mir erwartet hätte. Und es war dann ein eher zähes Jahr bei Gerold Steiner. Ich hatte einen super Start im ersten Jahr, auch gute Ergebnisse eingefahren. Auch mal auf dem Podium bei einer Rundfahrt in Portugal. Hartes Ding, ne? Das sind so Rennen, wo ich im Nachhinein schon ein bisschen stolz drauf bin, ne? Weil wenn du siehst, wer da alles dabei war und irgendwelche Bergziegen, und ich war dann da wirklich super konkurrenzfähig in meinem ersten Profi-Jahr. Giro im Schnee treiben. Ne? Damals war es natürlich eine große Enttäuschung. 35 Leute aus der Karenzzeit geflogen. Heute, ja, denke ich, geil, ich war beim Giro und ich habe diese Erfahrung gemacht und war dann in einer Gruppe mit großen Fahrern, die dann vielleicht eine andere Karriere genommen haben, aber das war immer noch so der Bezug da. Du bist Leistungssportler, du orientierst dich natürlich an den Guten und du willst auch gut sein. Und ich war ja auch ein Guter, ne? Das habe ich halt oft vergessen, ne? Ich habe mich eher immer nicht als Loser, aber dann, ne? Bist ja nicht vorne, irgendwann kriegst du keinen Vertrag mehr und ich hätte gerne weitergemacht, war damals auch noch keine 30, wäre gerne weitergefahren und dann ist da schon so ein Traum, der ist nicht geplatzt, weil ich war ja da, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und es war eine geile Zeit, die ich auf keinen Fall missen will. Na, jedenfalls bin ich all die Jahre immer im Radsport verbunden geblieben und ich hatte jetzt auch dann nie so konkrete Vorstellungen, was ich hinterher mache. Ich habe dann studiert in Düsseldorf, deshalb bin ich nach Düsseldorf gekommen. Meine Rolle hat sich dann gewandelt. Wie gesagt, ich war immer dem Radsport verbunden und dann auch in Düsseldorf durch die Kontakte dort. Und da entstand ja diese Idee der Tour de France. Und es war auch eine geile Zeit, wieder auf der anderen Seite das zu erleben. Ne? Ich war da mit den Teutenbergs, Sven und Susan, ja, auch bei der Tour in anderer, nicht als Fahrer, sondern in anderer Funktion. Und es waren super Erlebnisse. Am Zielstrich im Kampfrichterwagen sozusagen, auf irgendwelchen VIP-Tribünen. Wir waren auf dem Podium, natürlich nicht während der Zeremonie, aber wir konnten wirklich alles anschauen. Im Hinblick auf den Grand Départ in Düsseldorf dann. Und ich glaube, es gibt da wenig Leute, die dann wirklich die Möglichkeit haben, so viele Bereiche der Tour zu sehen. Ne? Ich bin selber bei der Werbekarawane mitgefahren über die Champs-Élysées. Und keine Ahnung, warst du auch mal mit dem Fürst Albert von Monaco ein Trinken mit Prudhomme. Also es war schon eine geile Zeit. Und da bin ich auch den Teutenbergs ja, dankbar auch, dass ich da mitmachen konnte und dass ich das so erlebt habe. Oder Flandern-Rundfahrt auch. Auch hier wieder diese Verbindung zum Jetzt. Ne? Da habe ich immer von der Tour de France, vom Grand Départ in Berlin erzählt, 87. Und das war ja dann quasi 30 Jahre später. Und die Leute haben immer gefragt, ja, wieso die Tour in Düsseldorf? Und dann habe ich das halt oft erwähnt, dass das nicht das erste Mal ist und dass genau vor 30 Jahren in Berlin eben die Tour gestartet ist. Und jetzt im Rafa Clubhaus hast du halt diese Wand mit den Bildern, die Tim Köln zusammengestellt hat. Die Friedensfahrt und die Tour, ne? Schwarz-Weiß, die Friedensfahrtbilder mit einem Olaf Ludwig, der dann irgendwie dann auch später sportlicher Leiter war bei uns, bei diesem Telekom-Nachwuchsteam. Da ist ein Jan Schur drauf, der da ab und zu mal reinkommt und mit dem ich dann jetzt auch mal die Gelegenheit hatte, Rad zu fahren. Und da gibt es so viele Verknüpfungspunkte und das finde ich irgendwie total spannend immer. Ich versuche natürlich schon auch Sachen zu machen, die ich vorher noch nicht gemacht habe. Und da erinnere ich mich an ein Jahr, da bin ich halt im Mont Ventoux im Dunkeln hochgefahren und habe dann oben den Sonnenaufgang erlebt. Und es war
Ja, also mit einer der schönsten Momente auf dem Rad. Wenn du da ich bin von Malausien hoch und dann ist nicht ganz so kurvig, aber oben hast dann doch wieder ein paar Serpentinen und die Sonnenstrahlen da um die Ecke geblitzt sind. Das war schon phänomenal. Und jetzt ist das Radfahren für mich ja ohne Druck. Trotzdem habe ich einfach Bock, Rad zu fahren. Konnte es auch beruflich natürlich mit Rafa jetzt mit meiner Rolle da verbinden. Bin auch völlig offen und gerade absoluten Anfängern gegenüber. Ne? Das macht mir auch mega Spaß und das ist auch so mit meiner Rolle. Ja, jetzt mit dieser Corona-Situation, ne, habe ich dann auch gemerkt, wie sehr ich diese Gruppenausfahrten auch vermisse. Ne? Weil ich bin dafür hierher gekommen nach Berlin, für diese ganze Community und auch diese Marketingrolle daneben. Ja, das ging ja direkt los von 0 auf 100. Ne? Das Clubhaus wurde eröffnet, wir haben da noch tatkräftig mitgeholfen, wirklich bis zur letzten Minute, dann war die Eröffnung. Wir hatten super Programm von Anfang an, auch wirklich tolle Ausfahrten, auch Dinger dabei mit Paul, 100 Leute. Wahnsinn, ne? Und das war für mich immer total spannend, so mit so vielen Leuten auch durch die Stadt zu fahren. Auch jetzt noch. Das ist das, was mir jedes Mal wirklich Spaß macht, da am Reichstag vorbeizufahren oder mal durchs Brandenburger Tor. Es wird irgendwie nie langweilig. Und jetzt in der Pandemie, die ganzen Monate, so ohne diese Gruppenaktion. Ja, hast du schon gemerkt oder habe ich gemerkt, wie wichtig mir das auch ist? Thank you.